Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute wurde der Liebe- und Krieg-Shop nochmal vergrößert. Ich würde sagen, wir beginnen erst mal ganz links und wir haben heute sogar zwei neue Skins. Einmal die Herzensbrecherin, also im Prinzip die weibliche Version zum gestrigen Skin. Und dann der Egg-Skin. Beide Skins sehen eigentlich relativ ähnlich aus, beide so im rot-weißen Stil. Auch beide nur ein grüner Skin, das heißt eigentlich könnte das auch die männliche Version von... Das könnte die männliche Version von dem Skin sein. Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass das die weibliche Version von dem Skin ist. Aber ist, haben die jetzt so entschieden. Hätte zwar anders besser gepasst, aber ist ja auch gut. Dann aber als nächstes den Farbenbomber, den Farbenkanonier mit der Regenbogenwucht-Spitzhacke und den Farbenballon. Dann haben wir den Federverteidiger, die Einsatzleiterin im Standard und ohne Kopfbedeckung im Maske-Stil und dann noch im grünen Stil. Dazu dann das Signalknoten-Backpack, das sogar reaktiv und das ändert die Farbe abhängig vom Schaden, den man an Gegnern verursacht. Dann haben wir als nächstes den Sonnenspross-Backpack, die Wassereis-Spitzhacke, den ansteckenden Emote, dann die Punktetafel, hier wird ja immer zufällig eine Zahl zwischen 1 und 10 angezeigt. Dann haben wir als nächstes noch den Harlequin-Skin mit der Punchline und der Harley-Hitter-Spitzhacke. Dann haben wir noch das Metallmaskenpaket mit dem Sadie-Eisenfratze-Skin und den Stachelkolben-Spitzhacken. Dann haben wir noch den Liebesdorn-Skin, dann den in Schwarz mit dem neuen Pixel-Herz-Stil, die Wutstreiterin, dann den Herzensbrecher von gestern, den, das Schokolama. Auch von gestern und dann noch den Petunia Gleiter. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.